Vielen Dank, Herr Präsident. Kraftvoll und zielgerichtet, dann machen wir das jetzt mal so weiter. Die in Artikel 1 Absatz 1 garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil am 18. Juli 2012 noch einmal klargestellt. Auf diese Debatte übertragen, daraus die schlichte Konsequenz, kranke Menschen gehören zum Arzt und nicht aufs Amt. Damit wäre im Prinzip alles gesagt. Und daraus folgert, dafür dann auch die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Es ist im Prinzip hier vorhin von den verschiedenen Rednern betont worden, die humanste und unbürokratischste Lösung dafür wäre die Überführung von Asylsuchenden und den ihnen gleichgestellten Ausländern in die allgemeinen sozialen Leistungssysteme und damit in die reguläre gesetzliche Krankenversicherung. Es macht einfach keinen Sinn, für diesen relativ kleinen Personenkreis weiterhin ein aufwendiges und teures Parallelsystem zu unterhalten, das, was die Leistungsbewilligung anbetrifft, der medizinischen Versorgung dann auch noch vorgeschaltet ist, was im Fall, es ist ja geschildert worden, einer wirklich ernsten Erkrankung auch im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts völlig inakzeptabel ist. Und der sinnvollste Weg ist, auch das ist gesagt, die Einführung einer Krankenversicherungskarte. Ich frage mich dann bloß, warum dazu die konkreten Schritte hier in Berlin noch nicht eingeleitet worden sind. In Brandenburg macht man das jetzt. Da hat man dann offensichtlich auch mit den Landkreisen eine Verständigung über die konkrete Umsetzung erzielt. Nur, auch das ist angedeutet, die Einführung einer Gesundheitskarte alleine garantiert eben noch nicht die Gleichstellung bei der medizinischen Behandlung mit den gesetzlich Krankenversicherten. Und das Beispiel, das Sie gebracht haben bei dem Patienten mit dem Rücken, gerade der Patient fällt aus dem Katalog der zu behandelnden Erkrankungen heraus. Das heißt, wir brauchen in den Ausführungsvorschriften dann auch tatsächlich eine Veränderung der Vorgaben, die durch das Asylbewerberleistungsgesetz, allein dieser Ausdruck Asylbewerber, als würde sich irgendein Mensch um Asyl bewerben, die suchen Asyl händeringend und ängstlich. Da bewirbt sich keiner um irgendetwas. Auch darüber sollte man einfach mal nachdenken, wenn man solche Worte benutzt. Ein weiterer Punkt, Sie hatten es auch angedeutet, Psychotherapie zum Beispiel in der Bremer Regelung gibt es auch nach Bewilligung immer nur als Kurztherapie. Und davon gibt es dann auch keine Ausnahme. Und in Anbetracht der möglichen Leidensgeschichte vieler dieser Menschen, Flucht, Folter, Verfolgung, Vergewaltigung und anderes Leid, ist das medizinisch einfach nicht zu vertreten, weil Maßstab für die medizinisch oder für die zu gewährende Leistung muss dann das medizinisch Notwendige sein, Herr Krüger. Und das ist was anderes als das, was Sie hier formuliert haben. Da sollten wir dann noch mal genauer darüber zu diskutieren. Es ist nach wie vor so, dass der Verfassungsanspruch ganz einfach mit den Regelungen des Asylbewerberleistungsgesetzes in Kollision liegt. Das zu ändern liegt zunächst nicht in unserer Hand. Hier sind weitere bundespolitische Schritte notwendig. Bemühungen dazu kann ich allerdings bei den Koalitionsparteien, die ja auch auf Bundesebene die Regierung stellen, zurzeit nicht erkennen. Das sollte uns aber nicht daran hindern, den Antrag der Piraten zu unterstützen. Danke.